Mein Name ist Martin Zeiser, ich bin 44 Jahre alt und seit 9 Monaten Teil der Salzburg AG-Familie. In meiner Rolle als CIO verantworte ich den Bereich Digital Technology. Insgesamt haben wir 6 Abteilungen, die mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut sind. Das fängt an bei der klassischen Infrastruktur in einem hybriden Szenario, First Level Support, Second Level Support. Hier wird sichergestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Salzburg AG möglichst effizient mit modernsten Tools ihre tägliche Arbeit verrichten können. Wir betreiben über 1000 unterschiedliche Business-Applikationen und Services, wie zum Beispiel ein SAP, GIS-Applikationen, Workforce-Management. Wir verfügen über eine exzellente Lehrlingsausbildung, wo wir uns auf den Nachwuchs fokussieren. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel einen Projektmanager-Pool, der die Digitalisierung der Salzburg AG vorantreiben soll. Insgesamt haben wir im Bereich über 90 Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichsten Geschlechts. Wir haben Leute, die hier ihre Lehre begonnen haben, genauso aber Leute, die frisch von der Uni zu uns gekommen sind. Hallo, ich bin die Maria Kössner, ich bin 36 Jahre jung, bin verheiratet und habe einen Sohn, den Simon, mit 4 Jahren. Nach meiner Kindergartenpädagogik-Ausbildung wollte ich unbedingt etwas mit Technik, IT machen und habe mich deswegen für Projektmanagement und IT entschieden, weil man da auch den Aspekt des Menschen einfach mit betrachtet oder mit hat. Und deswegen war ich auch als Projektmanager tätig, klassisch agil, hybrid, in einer Bankenbranche, bei einem Lebensmittelhändler und jetzt eben beim größten Energieversorger des Landes. Maria Kössner ist im Bereich Security und Governance tätig. Hier werden sämtliche IT-Projekte der Salzburg AG abgewickelt. Ich arbeite selbst als Projektmanager, wo es darum geht, ein gewisses Ziel zu erreichen unter gewissen Parametern, die man einhalten muss, wie Leistungsumfang, Zeit und Budget. Und des Weiteren bereite ich auch Unterlagen auf für KollegInnen, die jetzt dann gerade in das Thema reinwachsen, Projektmanagement, und wo auch bei der Salzburg AG einfach das ganze Thema Projektmanagement auf neue Beine gestellt wird und da darf man oder kann man auch mitwirken, was sehr spannend ist. Bianca Ruck hat Wirtschaft studiert und arbeitet im Bereich Core Solutions und im SAP Kompetenzcenter, der Schnittstelle zwischen IT und dem jeweiligen Fachbereich. Ich würde sagen, das Herausforderndste ist eigentlich, dass es keinen typischen Arbeitsalltag gibt, wie das in den Projekten so ist. Das heißt, je nach Projekt und auch Projektphase variieren eben auch die Aufgaben. Zum anderen ist das natürlich extrem spannend, weil man halt mit extrem vielen verschiedenen KollegInnen in Kontakt ist, aber eben auch in vielen verschiedenen Themen arbeitet. Das Thema Eigenmotivation spielt eine große Rolle. Wir bieten sehr viele Coaching-Maßnahmen an, aber die MitarbeiterInnen müssen in der Lage sein, sehr schnell selbstständig zu agieren. Die IT entwickelt sich extrem schnell, da darf man nicht stehen bleiben, da darf man nicht in Silos denken, da muss man wirklich voraussehend wirklich sich auch neue Technologien anschauen und sehen, wo können wir vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren landen. Für mich ist eben Teamwork besonders wichtig und das wird hier wirklich groß geschrieben. Das heißt, es ist ein sehr familiärer Umgang miteinander und es ist ein super Arbeitsklima. Man kann sich auch im ganzen Unternehmen, gibt es mehrere Initiativen, da kann man mitmachen. Ich bin zum Beispiel bei Die Zukunft dabei und wir fördern da Frauen, also so ein Stream davon, Frauen in MINT-Berufen fördern. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass es gerade einfach so viel Spaß macht aktuell. Wenn ihr Lust auf einen Job bei der Salzburg AG habt, dann bewerbt euch gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.